So, Freunde, willkommen zum Finale der Zombie-Storyline. Akt 3, wir lassen uns jetzt hier abholen. Mit dabei ist einmal Phil. Hallo. Hallo. So, das kam das erste Mal gar nicht im Discord an. D-Rock ist auch dabei. Moinsen. Ich dachte, du wolltest hier noch so ein lustiges Intro sprechen eigentlich. Ich bin D-Rock und ich schlag den Rab. Digga. Und wir sind wieder viel zu overskilled, das heißt, es kann nur schlecht ausgehen jetzt. Also es ist wirklich, wir haben gepunchte Wunderwaffen, ich habe ein gepunchtes DG, wo ich noch ein paar Headshots brauche für die Tarnung. Und das wird wieder, ist ja wieder bodenlos. Ja, und D-Rock will unseren Heli und abschießen. Und es ist wieder der Hybrid-Heli. Das ist der Hybrid-Heli, der wieder keinen Sound macht. Und Leute schreiben in den Twitch-Chat, hallo YouTube. Nice. Wie konnte Phil 200k auf Tasche haben mit dem Grabstein-Bug? Nee, habe ich mir erarbeitet. Erarbeitet. 200k, so neider. Jeder, der 200k hat, einfach muss einen Trick benutzt haben, ne? Ja, ja. Naja. Naja. Ich sag, die Leute, die Glitch machen mit Grabstein, sind auch die Leffen-Leute nachjoinen. Ja. Was ja in dem Fall auch komplett stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. So, das ist die letzte Story-Mission. Episode 1 und 2 war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, ne? Deshalb war ich gespannt. Ich finde, die Missionen in Akt 1 und 2 haben am meisten Spaß gemacht bis jetzt. Die Mission? Also die davor, vor der Story-Mission. Ja, ich habe 1000. Ja, wie viele FPS hattet ihr oben links gerade? Bei mir steht jetzt gar nichts mehr. 300. Es flackert nur. Ja, es flackert nur, ein schwarzer Bildschirm. Ich hoffe, wir fliegen raus. Wäre übertrieben geil. Ich glaube, mein Spiel ist gecrashed. Kann sein, ne? Ist es nicht. Kann aber sein. Ja, jetzt werden wir in der FPS angezeigt. Geht wieder. 1100. Doch, mein Spiel ist safe gecrashed. Nein, ist es nicht. Doch. Ist es gecrashed? Geht's bei euch weiter? Nee, nein, also Bro, noch schwarzer auch, Screen. Das lädt halt ein bisschen jetzt. Ist normal, hatte ich auch, schreien die Leute im Chat. Ja, bei mir ist full schwarz. Ah, es geht. Ja, nicht. Bro. Einmal auf mich hören. 14 FPS gerade? Ja, es war 120? Komplett. Ja, geht. Oder? Ja. 8, 7. Mein Game ist safe gecrashed. Mein Game ist gecrashed. Nein, es ist trotzdem wieder ein Teil der Warzone-Map, ne? Mann, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, finde ich ein bisschen scheiße. Ja, ist nur bei den ersten einfach. Ja, es ist einfach die ganze Zeit. Ach du Scheiße, was ist da passiert? Das erste war, by the way, auch auf der Warzone-Map. Ja, ja. Alles auf der Warzone-Map. Digga, was werden da für Nukes gedroppt? Konfrontation mit Sakaev. Abfahrt. Was? Vorsicht ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Machen Sie alles für Landwaffen. Digga, sie werden in den Krieg geschickt und jetzt müssen sie gegen so Rayguns kämpfen, also Alienwaffen. So eine Scheiße, ehrlich. Hier ist eine goldene Gasmaske, genau. Dir will ich beim Leiden zugucken. Hallo? Der hat mich einfach gesheepbreakt von irgendwo. Wo ist er denn? Safe and Sniper. Pass auf, wieder Esmin. Ja, ja. Safe and Sniper irgendwo am Dach. Aber ich sehe die nicht. Lade nach. Doch, ich seh ihn. Wo ist die Sau? Habt ihr ihn? Ich will, dass er leider. Achtung, der explodiert was. Oh, wow. Schade, ein von den Männern umsonst. Nenne ich Kriegsverbrechen. Nicht, dass das was Neues wäre. Oh, wird hier reingeschossen. Da, hab ihn. Sehen. Oh, Deadshot Daiquiri mit dem Headshot Aimbot so geil. So sieht's auch immer in Warzone bei mir aus. Du machst halt auch mehr Headshot Damage, ne, damit. Echt? Ja. Noch ein Sniper, hab ihn. Bro, ausgebildeter Scharfschütze, Digga, er zieht so den Krieg. Versteckt sich auf dem Dach auf einmal irgendeine so scheiß Raygun, Digga. Im Himmel, er sagt so, Bro, so eine unfaire Scheiße. Ja, Chris, Chris ist Christ. Was? Leak? Chris ist Christ. Wenn du glaubst, Leak. Ich glaube, ich brauche gar nicht mehr so viele Headshots auch. Kann Alter, ich richtiger endlich... Scheißsack für die Jungs hier. Ja, die fliegen einfach nur hoch, wenn ich die anschieße. Aber ich spiele beide Raygun, ne? Ich spiele nur Wunderwaffe. Nee, er spielt Wunderwaffe, glaube ich, die Rock. Ne, ich glaube, er hat beides dabei auch. Achso, ja, ich nicht. Ne, ich habe nur Wunderwaffe dabei. Ah, okay. Hier wäre noch ein Shop, wenn ihr was braucht. Place Explosive Charge. Ich kaufe noch ein paar Platten. Oh ja, mach Kaufer. Ja, noch gekauft.
Reicht das? Wir müssen weiter da vorne. Gibt's da das? Er hat alles gekauft, was geht. Er hat alles gekauft. 500 oder so? Batz. By the way, kein Wort verstanden von dem, was sie gesagt haben gerade. Ja, ich auch nicht. Ich muss auch sagen, ich habe ehrlich nicht so zugehört. Ja, muss auch sagen, sorry, nicht so interessant. Na, tschu. Wenn du den Skin haben willst. Aber wir treffen gleich auf Sakaev. Das ist ja interessant. Warum schieße ich auf die Zombies mit der Wunderwaffe? Das ist ziemlich dumm, wenn ich Headshots brauche. Volle Panzerung. Das sind wieder Soldaten, da schieße ich wieder mit Waffe drauf. Das, also ich mache das wirklich nicht so smart. Oh ja, das sind Zombies. Das sind Zombies. Schön den Mängler weggeschossen. Oh mein Gott, wie die fliegen bei der Raygun. Wie geil war die Raygun Mark II? Boah, sehr geil. So ein geiler Sound. Warte mal. Oh mein Gott! Was? Okay, das hat gar nicht funktioniert hier bei mir. Also die Raygun ist ja tausendmal stärker als die DG. Die DG, ich habe nicht einmal einen Chopper getroffen, aber ich glaube, das ist unser Abholer-Chopper, ne? Kein Wunder. Ja, das ist unser Abholer-Chopper. Was muss ich hier machen? Ey, Jens, was geht? Neutralisator. Ja, auf einmal hat die dicke Eier, nachdem wir alles geklärt haben. Ja, ja, na, jetzt, wo alles clean. Ich kann nicht reden. Ja, jetzt war alles clean. Wir müssen wieder zurücklaufen. Na, nee. Nee, da kommt ein Heli. Da kommt ein Helikopter. Zerstöre den Helikopter. Lass mich mal nur draufschießen mit Raygun, bitte. Man sieht die HP nicht, oder? Du kannst mit der Regie auch da gar nicht draufschießen. Gute Shots. Ja, was fliegt denn der so cool? Was ist denn das für eine wilde Technik hier mit dem Neutralisator? Guckt euch das mal an. Hier ist die Munikiste. So, jetzt hier, ich schieß nur mit. Oh, Alter! Was passiert jetzt? Orkus, das ist der Bossfight jetzt, oder? Das ist der Bossfight, glaube ich. Oha! Ich habe mir noch nichts von der Story angeguckt. Ich wusste nicht, dass du einen. Oh, warte, ich muss Thumbnail machen. Gutes Thumbnail. Mach mal vorne mit der Schnauze. Ja, ja, schon dabei. Boah. Sieht wild aus. Alter, der schlug doch endlich mal was. Geil. Wurde Chris gegessen? Nein. Gegessen. Wurde Chris gegessen? Was passiert, wenn er ein ist? Boah, iss mich, ich will gegessen werden. Ich weiß nicht, ob er essen kann. Ich weiß nicht, ob er essen kann. Also er hätte mich fast gegessen. Aber schön, dass er zumindest noch ein bisschen was schluckt, ne? Und nicht one hit down ist für die anderen Bosse. Das ist Floyds Mutter tatsächlich. Ne, ein bisschen zu dünn. Er hat Schwanz eingezogen. Kirk, oh. Er hat Schwanz eingezogen. Körper aber ein bisschen zu dünn, für meinen Geschmack. Was ist jetzt? Ja, hier hinten irgendwo, oder? Alter, der ist unter mir! Ja, ich hab die kritischen Abschüsse. Nein, D-Rock! Oh mein Gott, der hat D-Rock hochgeworfen, glaube ich. Der hat mich so richtig hochgebaut. Oh, geil. Das ist Nein, er ist bei mir buggt. Alter, es hat so geleckt bei mir. Jetzt frisst mich halt auch mal. Flashbomb geht nur auf mich. Oh mein Gott, er hat mich gewonnen mit dem Laserstrahl. Oh mein Gott, ich hab Heil. Heil. Was? Heilung, okay. Oh mein Gott. Es leckt so sehr. Oh mein Gott. Du hast Heilung, Gott. Alles gut. Munikiste hier, by the way. Ja, ja. Alter, Shakira. Er hat richtig Bauchtanz gemacht gerade. Was passiert jetzt? Shakira einfach. Ich schwöre. Das hat er einfach gerade gemacht. We can both make fun of this thing. Auf geht's. Was ein Fettvieh, Alter. Aber man muss auf die lila Sachen schießen. Hey, echt? Warum sagst du sowas zu mir? Sorry. Ouchie. Oh mein Gott.
Letztes Magazin. Boah. Nein, D-Rock wird gefressen. Ah ne, daneben. Was passiert jetzt? Jetzt knallen wir den komplett gerade. Oh mein Gott, wieso hat er so viel AP verloren gerade? Das war's. Boah, das sieht aber krass aus. Boah, über die Cutscenes ist halt krass, ne? Ja, aber. Was können sie? Ist das laut? Okay, das ist krass. Ja, stimmt, sieht die Helden. Wir haben nur die Drecksarbeit gemacht. Boah, wie krass ist die Cutscene? Unberechtigt. Wie aufgebaut wird. Das ist bodenlos. Das Böse ist sowas von in ihr. Erinnerst du? Ja, nein, das war nicht das Böse. Ist das nicht das Böse? Ich dachte, da das war Safe Sam. Stimme. Nein, das ist nicht Sam. Auch das ist Sam. Rief mich von der anderen Seite. Führen Sie sie ab. Green wird die Vernehmungen durchführen. Aber mit drei Kampagne? Kein Zeichen von Sakai. Ich sage, wir müssen sie töten im Akt hier. Einmal bluten. Aber er atmet noch. Ich sage, sie ist der Meta. Ich habe auf einmal Subtitle. Was ist mit dem Neutralisator? Tops, wie ist die Lage? Nur Gutes, bitte. Negativ. Gute Wirkung der Detonation, doch dunkle Ätherkontakte wachsen leider nach. Pip jetzt. Wir messen eine Energiespitze in der roten Zone. Hab sowas noch nie gesehen. Tja, sieht so aus, als würde diese Shitshow immer besser und besser. Alle zurück zur Basis! Diese Operation wird wohl noch eine Weile dauern. Eng, Rabenow. Evakuierung. Geht in Ordnung. Seid bereit. Ankunft 2 Minuten. Ja, GG's. Na, das war jetzt die coolste Mission. Das ist halt, was mit Season 1 kommt dann, ne? Genau, ja. Season 1 geht's weiter, ne? Meinst du echt, dass das selber, Phil? Der Bro Samantha wurde auch in den Dark Aether verbannt am Ende von Cold War. Ja, aber... Ey, die Belohnung! Wir haben die Belohnung bekommen! Wir haben den Skin! Ja! Ihr könnt übrigens so rumgucken jetzt, ne? Mach mal mit dem rechten Digga. Stick. Bro, wie krank! Vergleich mal bitte die Cutscene-Qualität von Cold War dazu. Das ist echt geil. Die Cutscenes sind halt so geistig. Und das kann Infinity Ward halt, ne? Ja, ja. Das ist halt aber auch das einzige... Alle Partymitglieder mit rausnehmen. Let's go. GG's. Von welchem Skin ist der Zombie-Skin? Den würde ich noch gerne zeigen. Gute Frage. Okay. Alles skippen. Kurz Multiplayer. Da kann man die Operator besser auswählen. Ripper anscheinend. Welche Seite? Links oder rechts? Ich nehme an links. Ja, Ripper links. Bei mir ist zweite Reihe, erster Kollege. Ich beschütze dich, wie immer. Ja, hier. Oha, okay, das sieht schon krass aus. Der sieht schon heftiger aus. Geil. Gute Arbeit, Kumpel. Ja, der ist schon cool, der Skin. Der ist schon wirklich cool. Den bekommt man, wenn man Akt 3 komplett zu Ende gespielt hat, wie wir jetzt gerade. Das ist quasi die Belohnung dafür. Kriegt man auch nur so. Das ist cool. Sehr, sehr wild, der Skin. Ja, ja, man kann aber wieder nicht nach oben. Ich will nur nach oben. Das geht nicht. Haben wir auch eine nice Calling Card bekommen? Ah, mit rechts Stick. Keine Ahnung. Er ist schon ein cooler Skin. Jetzt, wir sind endlich fertig für Warzone 3 jetzt. Wir sind ready für Warzone 3. Ready für Warzone 3, let's go. Ja, oh Gott, Digga, das sieht schon überkrass aus hier in der Lobby, gerade wir drei. Das sieht bodenlos aus.